Peter, liebe Zuschauer im Stadion, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem Spiel der Straubing Tigers gegen den KIC. Endergebnis 1:4 vor 5.648 Besuchern. Die Schussstatistik Straubing 27 und die Haie 40 Schüsse. Ich begrüße die beiden Cheftrainer und darf gleich Uwe Klump um sein Statement zum Spiel bitten. Guten Abend. Hier in Straubing ist es schwer, Punkte zu gewinnen. Es sind immer körperbetonte Spiele, kampfbetonte Spiele und wir waren heute gut vorbereitet auf dieses Spiel. Ich glaube, die Mannschaft war nach dem Freitagsspiel, wollte den nächsten Sieg einfahren und wir haben heute mit einer sehr guten Abwehr, Danny Austin-Birken überragend in den entscheidenden Situationen. Wir wollten insgesamt mit einer guten Mannschaftsleistung hier das Spiel gewinnen. Dankeschön. Guten Abend, wir haben verloren zu einer starken Mannschaft heute. Wichtig ist, dass wir jetzt zusammen hart unsere Arbeit fortsetzen. Ich gratuliere Juri und seine Mannschaft für den Sieg und für den ersten Platz in der Tabelle. Dankeschön, Dan. Ich darf nun um die Fragen bitten. Ja, wenn es keine Fragen gibt, dann darf ich unseren Gästen aus Köln einen guten Nachhauseweg wünschen. Den Kölner Fans viel Spaß im Sonderzug. Kommt alle gut heim. Danke für den Besuch in Straubing. Ja, uns allen eine schöne Woche. Bis Freitag zum Heimspiel gegen München. Danke.